Was isst du da? Hat Sigurd Brot gefunden. Der darf eigentlich unterwegs nichts fressen. Aber das gibt er nicht mehr her. Er hat Brot gefunden. Kinder füttern hier Enten. Ja, liebe Leute. Guten Tag, hier ist der Volker Schäffler. Ich bin hier direkt vor dem Park der Freien Akademie Schönberg. Und wir haben hier 7 Seen in Reihe gesetzt. Diese 7 Seen haben einen Bachablauf, Abfluss, der hier vorne an der Akademie vorbeiführt. Der geht bis nach Dassow, das sind 6 Kilometer. Und dann vom Dassower See aus geht es weiter, nochmal 6 Kilometer, dann ist man an der Ostsee. Und zwar in Travemünde. Und dort mündet dann auch dieser Bach in die Trave. Und an der Lübecker Bucht. Und hier bin ich 7 Jahre bereits und bin eigentlich hier durch Zufall hergekommen. Warum bin ich hier geblieben? Es ist die Natur, die mich hier hält. Wir haben hier sehr viele Schwäne, vor allen Dingen im Winter. Ich füttere hier bis zu 100 Schwäne täglich im Winter. Und im Frühjahr bringen die dann wieder ihre Jungen. Das heißt, sie legen hier... Moment, ich muss mal meinen Hund drücken. Komm mal her, da kommt Fahrrad. Komm mal her. Das ist gut, hallo. So, Moment, da kommt noch jemand, müssen wir vorbeilassen. Und dann geht das weiter mit dem Film. Hallo. So, wir haben noch ein paar Leute vorbeigelassen. Also wie gesagt, im Frühjahr kommen Brüten hier. Es beginnt gerade mit dem Nestbau der Schwäne. Und dann kommen so an die 20 junge Schwäne zustande. Und ich bin immer einer der Ersten, der dann dort ist, wenn die Schwäne, die Jungschwäne schlüpfen. Das heißt, ich bin noch vor dem Vater da. Komm mal her, Blecki. Ja, ist ja Blecki. Komm mal her, jetzt wirst du meine Kamera um. Ja, ist ja Blecki mit normalen Namen. Blecki Panda, weil er hier auf Bäume kletterte. Also früher hat er das gemacht. Jetzt ist er ein bisschen zu dick geworden. Und Hachiko Schönberg, weil er immer zum Bahnhof will. Es gibt ja den Hachiko aus Japan, der immer Herrchen zum Bahnhof brachte und dann wieder nach Hause ging. Und dann abends ging er hin, hat Herrchen geholt, vom Bahnhof abgeholt. Und dann sind die nach Hause gegangen. Als Herrchen gestorben war, ging der Hund 10 Jahre jeden Tag zum Bahnhof. Ihr werdet die Geschichte kennen. Eine wunderbare Freundschaft. Gedreht mit Richard Gere, weil Hollywood hatte davon erfahren und hatte dann daraus einen Film gemacht. Und weil er immer zum Bahnhof will, schon als Welpe, und auch schreit, wenn er einen Zug sieht, auch mitfahren will, habe ich gesagt, dass der Hachiko, der hat die Seele von Hachiko, aber natürlich, damit man ihn nicht verwechselt mit dem echten Hachiko, habe ich gesagt, dann ist das Hachiko Schönberg. Und er hat in YouTube 600 Filme drin. Also ihr braucht nur mal eingeben in Google, Hachiko Schönberg. Dann werdet ihr die Filme sehen. Er hat auch übrigens einen Film gemacht mit Tamme Hanken, dem XXL Ostfriesen. Und er war hier in Schönberg. Zum Glück, wir sind hingegangen, haben dann auch Fotos gemacht mit Tamme. Und daraus habe ich dann einen Film gemacht. Das ist der 18. Film in YouTube von mir. Ich habe übrigens, also unter Volker Schäffler findet ihr mich in YouTube. Ich habe 1170 Filme da drin. Und manchmal denke ich, wir hatten einen schönen Film gemacht. Ich habe einige schon wieder vergessen. Und das ist die Natur, die mich hier hält. Das ist so wunderschön. Ansonsten habe ich keine Anbindung an die Stadt. Das ist ja DDR-Gebiet, Ex-DDR. Und es gibt immer noch Trennung Ost und West in den Köpfen. Das ist so. Ich wurde hier beleidigt, beschimpft, mit Steinen beworfen, angegriffen. Ist aber schon ein bisschen zurück, 2 Jahre ungefähr. Es hat sich dann beruhigt und ich habe keine Angst vor keinem. Ich bin ja angstfrei. Das heißt, ich habe ja
Polizist gelernt, Detektiv gearbeitet, 1000 Kämpfe überstanden, habe Kung Fu Fitness trainiert, Bodybuilding Trainer. Ich bin natürlich zwar schon alter Knacker, alter Knabe, aber natürlich durchtrainiert bis an die Haarspitzen. Und jeden Tag laufe ich 15 Kilometer mit meinem Hachiko. Und was soll ich euch noch sagen? Mein letzter Arztbesuch, nein, die Arztbehandlung, die ärztliche Behandlung, war vor über 30 Jahren. Da ist mein Hausarzt in Mannheim gestorben an einem Hirnschlag in Spanien. Dem Himmel sei Dank, er ist weg. Es mag sich komisch anhören, aber deshalb habe ich seitdem keinen Arzt gebraucht, keine Medikamente, gar nichts. Und deshalb bin ich auch gesund geblieben. Natürlich hatte ich auch dies und jene Verletzung erlitten durch einen Sturz mit dem Fahrrad beispielsweise, aber das heilt, mehrfache Knochenbrüche, das heilt alles von alleine. Kieferbruch heilt alles von alleine. Und Krebs kann man sich persönlich heilen. Ist die Seele gesund, ist der Mensch gesund, man muss nur die Seele heilen. Und ich weiß, dass das wird bekämpft. Kein Arzt braucht einen gesunden Menschen. Das ist in China anders. Dort bekommt der Arzt Geld, wenn er einen Kranken gesund macht. Bei uns kriegt er Geld, wenn er einen gesunden krank macht. Durch Impfungen, durch alle möglichen Medikamente. Die Ärzte, die bekommen ja die Feuerwehr. Wisst ihr, hab ich doch gesagt. Hier kommt die Feuerwehr. Auch wenn ihr von Menschen bedroht wird. Die Ärzte bekommen doch, ich glaube, 1000 Euro, wenn sie ein neues Medikament verschreiben. Pro Person. Das ist bestimmt nicht Geld. Verdienen im Schnitt 2 Millionen im Jahr. 2 Millionen jeder Apotheke. Und ein Arzt verdient 180.000 im Schnitt im Jahr. Und was verdient denn ein Rentner? Der bekommt ein deutscher Durchschnitts. Die deutsche Durchschnittsrente ist 850 Euro. Ja, liebe Leute, so viel erhöhen sich gerade mal die Politiker ihre Diäten jeden. Alle paar halbe Jahre oder wie immer wieder um 850 Euro erhöhen sie das. Und wie sieht das denn aus? Ich muss mal kurz Feuer, ne? Da brennt was. Aber die Kirche brennt nicht, das steht hier. Ja, so, 850 Euro, wie sieht das aus? Wer Miete zahlt, wer Strom bezahlt, wer Heizung bezahlt, wer GEZ bezahlt, wer Fahrtkosten bezahlt, Versicherung, der hat nichts zu essen. Das ist den Politikern scheißegal. Außerdem haben sich in Deutschland seit der Grenzöffnung 300.000 Menschen umgebracht. Interessiert keine Sau, kein Politiker, interessiert die gar nicht. Die gehen nach Brüssel, die gehen in die EU, In der EU sind 22.000 Lobbyisten, die stopfen denen die Taschen voll Geld. Schulz hat 5 Millionen auf dem Konto. Der war doof wie Stroh in der Schule, Alkoholiker und dann hat er Karriere gemacht. Hat er gewusst, wie es geht. Man muss in die Politik. Okay, Leute, ich reg mich auf. Warum? Das muss ich machen. Ich muss diese Energie, die in mir ist, die Ärger ist, muss ich rausbringen und dann ist das wieder gut. Dann kommt wieder die Phase, wo ich in der Natur bin und wo ich alles genieße und alles abschüttle und ich schlafe wie ein Murmeltier. Ich schlafe viel, aber ich habe eigentlich, wenn ich es richtig bedenke, werde ich 240 Jahre alt. Ja, warum dann das denn? So. Ne, 210 Jahre. Nichts Falsches erzählt. Warum? Ich stehe 4:30 Uhr morgens auf, gehe mit meinem Hachiko, mache den Tagesablauf, gehe Tiere füttern, dann kommt der Mittagsschlaf, eine halbe Stunde, ich wach auf, ist für mich ein neuer Tag. Dann geht's bis abends, 20 Uhr, bin ich müde, gehe schlafen,
Hachiko weckt mich um 11, 12 Uhr. Ich gehe mit ihm nochmal spazieren. Dann ist schon wieder ein neuer Tag. Es sind 3 Tage. Also ich habe anstatt 1 Tag, habe ich 3 Tage. 70 Jahre bin ich. 3 mal 7, 21. 210 Jahre werde ich alt. Und bleibe gesund, Leute. Ich nehme keine Medikamente. Ich ernähre mich gesund. Ich verzichte auf nichts. Ich esse Schokolade. Ich habe ein schönes Leben, weil ich auch mich engagiere in meine Projekte. Ich mache die Messias-Maschine, ich baue ich selbst, die macht Wasser zu Strom. Ich mache Solarkollektor, baue ich selbst, der heizt nur mit der Sonne. Ich mache die Musik der Bäume, ich produziere die Musik der Bäume, weil Bäume Musik machen. Sie haben Musikcodes auf den Baumrinden, das habe ich entdeckt.